Hi ihr Lieben, stellt euch euren Kopf als einen Garten vor. Und in eurem Garten wachsen Pflanzen, das sind eure Gedanken. Ihr könnt gute Gedanken haben und ihr könnt Gedanken haben, die euch runterziehen, die euch nicht motivieren, die sagen, dass ihr es nicht schaffen könnt, dass ihr es niemals schaffen werdet. Das ist Unkraut. Positive Gedanken sind Blumen. Das ist eure Motivation, euer Bestes zu geben und zu hoffen, dass etwas wächst. Und ein tiefer Glaube, dass ihr wisst, dass etwas wachsen wird, auch wenn es eine andere Pflanze wird, die ihr am Anfang euch vorgestellt habt. Was ich damit sagen will, dass ihr der Gärtner eurer Garten seid. Ihr könnt entscheiden, ob ihr das Unkraut drin im Garten lassen wollt oder ob ihr nur schöne Blumen dort haben wollt und einen schönen Garten, einen entspannten Geist, einen gelassenen Geist und einen positiven Geist haben möchtet. Ein Garten muss immer wieder gepflegt werden. Also lasst nur das wachsen, was ihr auch wirklich in eurem Kopf haben wollt. Bye bye!